Und wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele Menschen, die nach vielen anderen Infektionen krank sind und die teilweise 20, 30 Jahre auch schon krank sind und die oft zu Hause dahin vegetieren, ohne jede adäquate Versorgung. Stell dir vor, der momentane Lockdown wäre ein Dauerzustand. Stell dir vor, dir wird ein großer Teil deines Lebens einfach so genommen. So geht es deutschlandweit rund 250.000 Menschen, die an einer der letzten großen unerforschten Krankheiten leiden, ME-CFS. ME-CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad der Behinderung führt. Oft durch einen Infekt ausgelöst, hat sich unser Körper nie richtig erholt und unser Leben sich radikal verändert. Wir hoffen darauf, gesehen zu werden, auf mehr Forschung und ein normales Leben.